Assalamu alaikum wa rahmatullah, liebe Geschwister, und hallo an alle Nichtmuslime. Wir befinden uns heute hier im Auftrag des Islam auf Malta, die Insel im Mittelmeer, die zwischen Tunesien und zwischen Sizilien liegt. Eine kleine Insel, wo wir jetzt hier einige Tage hier waren, und möchten euch mal ganz kurz was dazu berichten. Und zwar sind die Muslime im Jahre 836 zum allerersten Mal hierher gekommen auf die Insel Malta, was damals Melita geheißen hat. Sind sie hierher gekommen, haben aber die Insel nicht einnehmen können und sind dann im Jahre 870 nochmals hergekommen und haben die Insel komplett eingenommen und haben dann auch mit dem Islam hier geherrscht. Bis 1091 haben sie hier komplett mit dem Islam geherrscht, von 870 aus. Man sagt, im Jahre 991 haben hier 15.000 Familien gelebt, also 15.000 muslimische Familien, und einige tausend Christen, 6.000 circa waren das, Christen haben hier gelebt. Also hier gab es auch keine religiösen irgendwie Verfolgungen oder sonstiges. Viele haben den Islam angenommen. Man konnte hier in Frieden seine Religion ausleben, ob jetzt Juden oder Christen, was immer so ist, wenn der Islam irgendwo herrscht, richtig herrscht, dann war das immer so der Fall in der Geschichte. Und so war es hier auch. Als im Jahre 1240 Staufer Friedrich II. Hierher gekommen ist, hat er berichtet, dass hier von dem Islam nichts mehr übrig geblieben ist. Alle Muslime, alles war hier platt gemacht, alles von den Spuren des Islams, alles platt hier. Wir haben eine Sache vorgefunden, von der wir euch auch berichten werden, und zwar der osmanische Friedhof in Marsa. Da würde ich jedem mal raten, mal hinzugehen, wenn ihr hier diese Insel besuchen solltet. Also osmanischer Friedhof in Marsa, wo die Osmanen damals gefallen sind, die im Jahre 1565 hierher gekommen sind. Man sagt, das war die Belagerung der Osmanen hier. Die haben diese Schlacht auf jeden Fall sehr krass und sehr hart verloren. Ich glaube, eine Armee von über 40.000 oder, ich habe jetzt die Zahl nicht mehr im Kopf, aber sehr, sehr viele, 400.000 müssen es gewesen sein, mit vielen, vielen Schiffen, 200 Schiffen sind hierher gekommen. Gegen eine sehr geringe Zahl von Christen, also die Johanniter, haben sie diese Schlacht verloren. Man sagt, sie sind kopflos hier von der Insel wieder gefahren, die Osmanen, die wo überlebt haben. Der Rest, wie gesagt, viele liegen noch auf dem Friedhof hier in Marsa. Und man muss dazu erwähnen, die Johanniter, die hier waren, waren zuvor im Jahre 1530 auf Rhodos, wurden aber vertrieben, sind geflüchtet hier auf die Insel Malta, haben sich wahrscheinlich dann stark gemacht, aufgerüstet. Und als die Osmanen dann 35 Jahre später im Jahre 1565 hierher gekommen sind, haben sie die Schlacht, die 3-4 Monate gegangen ist, sehr hart verloren auf jeden Fall. Das war aber nicht alles zu diesem Thema hier in Malta. Also was man noch auf jeden Fall erwähnen muss, ist, hier unten an diesem Hafen ist damals der letzte Sultan des Osmanischen Reiches angekommen. Sultan Vahdettin, der letzte Sultan des Osmanischen Reiches, ist hier unten angekommen. Werden wir euch auch mal gleich ein bisschen näher berichten und näher zeigen. Hat er hier in einer kleinen Villa, sage ich jetzt mal, unten direkt am Hafen gelebt. Für 37 Tage, sagt man, war er ungefähr hier. Er ist ja von Istanbul damals geflüchtet, weil da auch das kemalistische Reich dann eingeführt worden ist. Ist hierher gekommen, hat 37 Tage hier gelebt, ist dann weiter nach Italien, nach Sanremo, ist dann dort auch verstorben in Italien. Was man eigentlich heute zum heutigen Malta sagen kann, ist, es wird hier auf jeden Fall 80% Arabisch gesprochen. Also das ist sehr, sehr krass, die reden hier Arabisch, ein Teil noch Englisch und Italienisch mit dabei, aber sehr, sehr viel Arabisch in den Kirchen. Steht zu Gott Allah, also sie nennen ihr Gott Allah, sie sagen ihr Mashallah, sie sagen sehr viele arabische Wörter, 80% wie gesagt. Sie können ihre Geschichte niemals leugnen, weil sie jeden Tag die Sprache wieder zum Ausdruck bringen und erinnern sich immer wieder durch ihre Sprache an die islamische Zeit von hier. Viele Orte, islamische Namen, muslimische Namen, also arabische Namen, haben wir hier gefunden, Medina, Rabat und viele andere Städte, da könnt ihr euch mal gerne informieren. Also wenn ihr mal die Landkarte von Malta seht, dann seht ihr hier sehr viele arabische Namen. Das haben wir alles hier vorgefunden. 1% Bevölkerung leben hier Muslime, also sehr, sehr wenige. Das ist auch sehr, sehr wenig. Man kann hier auch Malta gar nicht so richtig einordnen, wie man das einstufen soll. Gehört es zur islamischen Welt? Gehört es nicht zur islamischen Welt? Die Araber selber zählen Malta nicht zur islamischen Welt. Die Malteser selber sich auch nicht, weil wie gesagt, hier leben 1% Muslime. Also kommt mal gerne hier auf jeden Fall diesen Ort besuchen. Sehr, sehr schön, die Insel. Aber mittlerweile ist es leider eher nur noch eine Touristeninsel. Sehr viele Leute von Nepal,
Pakistan, Indien, haben wir hier vorgetroffen. Engländer sehr viele, weil es ja damals kolonialisiert worden ist, haben wir hier getroffen. Und ich glaube 3500, so circa diese Zahl, leben hier Einheimische, wirkliche Malteser. Der Rest ist alles von woanders hier reingekommen. Wie gesagt, das wollten wir euch mal hier gleich ein bisschen berichten. Wir werden euch gleich mal nochmal den Hafen da unten zeigen, wo Sultan Vahdettin, der letzte Sultan des Osmanischen Reiches, angekommen ist. Und genau den Ort hier unten zeigen, an dem Hafen, als er gekommen ist und direkt in das Haus rein ist, in dem er 37 Tage gelebt hat. Wie gesagt, das war's von unserer Seite aus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister.